Mist, ich hab da einen Verdacht. Oh, ich kann gar nicht jumpen. Ich kann doch nicht zu den Gelben hin. Warum kann ich nicht zu den Gelben hin? Das heißt, ich müsste jetzt... Volatile Infestation Types Fragezeichen. Okay, ich müsste jetzt zu dem hier hin, da versuchen Scrap zu bekommen, dann zu dem Autotrade, bei dem Autotrade einen Jump Sale kaufen, teuer kaufen, ich glaube das war 15 Scrap oder so, und dann von da aus weiterspringen. Okay. Okay. Ihr habt alle mindestens ein HP. Ihr habt eure Ausrüstung. Enter. Und Stabilität ist Medium bei dem Ding, das ist schon mal gut. Ja. Oh. Eine Drohne. Super. A1 öffnen. Nav. 1 und 2 durch A1. Oh, 1 und 3. Nav 3. A1. Oh, Ian ist rot. Ungewohnt, aber na gut. Vor allem Gegner sehen mit einer roten Sicht ist. Ne? Ja. Nicht so schön. Jen. Wow, ist groß. Gut, droppen Sensor. Verschwinde. So, öffne D29. Warte. Okay. Großes Schiff hat viel Potenzial, genug Loot zu machen, um die Jump Fuel zu kaufen. Es hat genauso viel Potenzial, überhaupt selber vielleicht einen Tank drin zu haben, wo wir selber Jump Fuel bekommen. Problem war nur, hier waren es Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen für Station Types, oder? Ich glaube schon. Und es kommt nichts. Kann dann aber auch wieder dieser Schwarm sein. Diese komischen Grisselsachen auf dem Boden. Hallo Tommy. Hast du Freunde hier, Tommy? Nein, hast du nicht. Okay. Kurz die Wände abklappern. Alles gut, alles gut, alles gut. So. Dann NA4R2. Dogmom. Ach komm schon, Abby. Pathfinding ist nicht Abbys Stärke. So. Ciao. A3. So, Close All mal ganz kurz, weil ich hab so ein... Ach, Close All macht nicht die Luftschleusen dicht. Das ist okay, interessant. Tau, Swap. Du hast einen Teleporter. Hey, 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 jetzt der zweite Teleporter. A3 zu, so. D29 auf, rein. D29 zu. D28 auf und warten. Währenddessen kann ich den Motion Scanner schon mal anmachen. Und umdocken. Zu den ganzen Docks. Und nach gucken, ob da die anliegenden Räume vielleicht clear sind. Da kann ich schon mal nicht. Da ist schon mal ein Feind. Okay. Flag. Oh. D28. Wo soll der Feind hin? Bring ihn mal auch zu R10. D16 auf und dann husch husch da in die Richtung. Auch wieder interessant, dass der Sensor nicht angegriffen wird. Also es gibt Gegner. Achso, D28 nochmal auf Sicherheit. Es gibt Gegner, die greifen Sensoren an, es gibt welche, die greifen sie nicht an. Die Frage ist nur halt, welche. Ob das jetzt die sind, die organisch sind, oder die Roboter. Weil ich glaube nicht, dass ein organisches Wesen mechanisches angreift, so nahrungstechnisch. Aber ein Roboter wird vielleicht eher auf Elektronik gehen, keine Ahnung. Dock A5.
So ein Fleck R8 jetzt. So, R13 ist sicher. Gut. Das ist praktisch. Jetzt kann ich den aus R8 weiter lotsen. Und dann kann ich mir den ganzen Westen der Station nachher in Ruhe angucken. Das heißt, ich öffne jetzt D11. Hol von R8 das Vieh rüber nach R11. Und schieb's dann nachher runter nach R10, damit zwei Viecher bei R10 sind. Gut. Das wird jetzt dauern. Mit dem Ping-Pong spielen. Falsche Richtung, Jungs. Na komm. Na komm. Zu. Okay. Flag. Nicht fuck. Flag R8. So, R10 hat jetzt 2 drin. Und ich kann durch R8, durch R11 und durch R14 die unteren Räume hier, waren die sicher? So, gucken wir mal. Wer hat den Gatherer? 4. Also können wir mit 4 eigentlich währenddessen erforschen gehen. Versuche irgendwo Schrott zu finden. Da ist ein Interface. Das da oben, weiß ich nicht, was das war. Das da war sicher. Schon zickzack hier fahren, mal Wände haben es bekommen. Gut. R8 war ebenfalls gecheckt. No! Ja, hast du diese Schnellen? Also R8 war zwar gecheckt, aber es waren 2 drin und nicht nur einer. Anfängerfehler. Gut. Also, ja. D20 zu D6. Was? Close all. Die 11 steht Abby drin. Abby ist destroyed, nicht disabled, was auch Schmarrn ist. Ich weiß auch nicht, wohin ist. Also R8 oder R11 sind Gegner. Ich hatte die 30 und die 26 eine ganze Weile offen. Und es ist keiner in R4 reingegangen. Also könnte ich die eventuell... Ich müsste jetzt das Zeug von Abby auch noch irgendwie bekommen, aber ich krieg das Vieh nicht tot. Weil wir den Interface haben, noch Minen. Wir haben 2 Stun-Minen. Ich muss eine Stun-Mine droppen, hoffen, dass das Vieh da reinläuft und dann drumrum laufen, mit Abby swappen und das Ganze dann 2-mal, weil wir die Stun-Mine im Inventar behalten müssen und dann nur Platz für 2 andere Sachen hätten. Vorher muss ich den Generator zu... Gott. Ja. Sieht nicht gut aus. Sieht echt nicht gut aus. Okay. Ich versuch's noch. Ich habe kurz nachgedacht, ob ich es überhaupt weiter versuchen soll. Weil es ist eine ziemlich verlorene Sache. Und ich würde die Zeit eigentlich lieber investieren, neu zu starten und einen ruhigeren Neustart zu machen. Wo ich wirklich die komplette erste Galaxie einmal abgrase, bevor ich überhaupt danach denke, in die zweite Galaxie zu springen. Aber ich hätte es ja schon mal geschafft, das Ruder einigermaßen rumzureißen. War in der ersten oder zweiten Staffel. Deswegen vielleicht habe ich jetzt hier auch ab sofort tierisch Glück und das klappt alles und so. Ich glaube es nicht wirklich, aber es könnte sein. Ich habe auch keinen Motion Scanner mehr. Also ich muss jetzt komplett mit Sensoren arbeiten, ne? Sensor. Close all. So, und jetzt locke ich die beiden aus R10. Noch ein Sensor. Oh ne, warte, ich gehe einfach woanders hin.
30. So, ich locke jetzt alle Viecher, die in der 10 sind, nach oben. Ist jetzt doch nochmal ein Sinn zu weit. So. Und ich habe jetzt viele Sensoren rausgeschmissen, damit ich wirklich den kompletten Weg beobachten kann. Also Schritt 1, wir holen ein Vieh mindestens raus und sorgen dafür, dass er 7 rot wird. Dann schließen wir die Tür wieder, dann öffnen wir die 26, schieben das Ding von R7 nach R4 und R4 nach oben. Sobald es aus R7 raus ist, kann ich D13 wieder aufmachen und das nächste Vieh aus R10 rüberholen. Und dann versuche ich auch, den Zeitpunkt abzuwarten, wo das Vieh von hier oben in R8 ist und das dann von R8 nach unten lockt, hier irgendwie rein, was aber schwierig wäre. Oh ne, von R8 einfach nach da. So, D13. Ich muss jetzt gleich mitzählen, wie viele Viecher oben links ankommen. Ein Viech ist oben links. Ich kann das gleichzeitig machen. Also von R10 nach da und von R8 nach da. Das heißt, das eine Vieh von da nach da und das eine Vieh, was hier rumturnt, nach da. Die Flagge kann ich schon mal wegmachen. Ja, das darf ich, Jungs. Komm schon. Also bei dem, ja, ich wollte gerade sagen, bei dem oberen gestehe ich es ein, dass es länger dauern kann, weil... Ah Mist, jetzt muss ich die 16 zumachen. Die 26 hoch. Also hier kann es länger dauern, weil es könnte ja sein, dass er in dem Raum ist und wenn er von dem Raum nach da geht, dass er dann nicht nach da weitergeht, sondern gleich wieder zurück und pingpongartig sich eine Weile zieht, aber da unten hätte es schneller gehen müssen. Eigentlich. So, 26 zu, 29 auf und jetzt warten, bis R4 grün wird und R2 rot bleibt. Und dann haben wir... Genau, falsch rum. Dann haben wir zwei Viecher in R2 und wir müssen das dritte Viech reinbekommen. Aber das? Lost Video Signal, okay. Warum wollte er nach R4? Also ja, es ist größer und hat mehr Türen, aber R2 ist echt schön ausgescannt und hat einen Airlock. Das ist viel toller. Kann man rausgucken und so. Gut, nächster auch noch. Komm, go, 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 go. Ich mag gleich einfach die Luftschleuse auf, was spricht dagegen? Ich könnte wieder Dinge kaputt machen, ja. So. Wird das Problem auch behoben? R10 ist sicher. Also der Bereich hier ist sicher. Jetzt kommt... Sensor ist jetzt weg, das ist das Problem. D29 zu. D. Das? So, D30. Sensor. Ich opfer jetzt einen Sensor um. Nein! Ich opfer jetzt zwei Sensoren, um das Viech zwischen R8 und R11 hier rüber zu lotsen. Und wie mache ich das denn am besten? Dann tausche ich den Pry gegen den... Wir können das ganze Schiff einfach übernehmen, oder? Fällt mir gerade auf. Weil meine Slots sind hier alle kaputt. Ich habe... Ne? Okay, ich habe hier bisher keinen einzigen Slot gesehen. Das ist problematisch. Ich nutze aber auch keinen. Dann würde nämlich die Drohne zwar nicht selber übernommen werden, aber wenigstens die drei Module, die drin sind. Ich habe halt keinen Platz so wirklich. Und komm schon, verdammt. Ah, lässt mich schmoren. Na gut. Ja, das Kommandieren bleibt eine Option. Dazu müssen wir aber erstmal jeden Raum einmal aufdecken. Was einigermaßen geht.
Aber hier ist kein Vieh dabei, was anscheinend Türen angreift. Und dieser komische Schwarm ist auch nicht da. Das ist schon mal sehr beruhigend.